Ja, so hallo Leute, ich bin's wieder, euer Radi. Heute haben wir den ersten Advent und ich habe ja versprochen, dass ich mit meiner Anlage weiterkomme bzw. fertigstellen werde und deswegen ist das Ganze heute unter dem Motto nach Trapattoni, ich habe fertig. Ja, das ist meine Eisenbahn hier, also sprich meine Weihnachtsanlage. Ja, ich mache mal den Radi an, damit wir da mal wieder, so, das ist da wieder der kleine Radi. So, und ja, was will ich sagen heute? Ganz kurz nur, ich habe ein kleines Video gemacht von dieser Anlage. Die Anlage läuft, so wie ihr es hier auch seht, das ist eigentlich nicht viel. Aber fangen wir erstmal mit was anderem an. Ich möchte mich in aller Form bei allen Leuten bedanken, die mich irgendwie abonniert haben in der letzten Zeit. Es sind sage und schreibe heute mit dem 1. Dezember 1010 Abonnenten. Das finde ich ist eine absolut supergeile Zahl für die Adventszeit. Also an dieser Stelle allen Leuten ein herzliches Dank dafür. Und ich freue mich, dass der Anklang doch so groß ist und dass es dem einen oder anderen oder euch eben gefällt und dass ich da vielleicht auch ein bisschen weiterhelfen kann. Des Weiteren fange ich mal damit an. Ich habe sehr viele Rückmeldungen bekommen und ich muss sagen, auch sehr gute Telefonate geführt und das Ganze hat mich sehr gefreut und ja, ich bin so ein bisschen überwältigt an der Stelle. Nebenbei lernt man ja auch immer noch wieder selber was dabei. Man verliert so ein bisschen die Systemblindheit, also die eigene Systemblindheit, weil man immer sagt, man ja, das, was ich mache, ist das Beste. Ja, manchmal ist es das aber auch nicht. Also wie gesagt, an der Stelle Dankeschön für die Rückfragen, Dankeschön für die Telefonate. Und ich weiß und ich hoffe, dass es dem einen oder anderen dann doch auch geholfen hat. Ja, so, vorab, ich habe ein kleines Video vorbereitet für heute, das dauert so 5 Minuten und dann sind wir eigentlich auch schon durch. Eins möchte ich noch sagen, die Anlage, die ich hier gemacht habe, das ist natürlich nichts Tolles. Ich habe auch keinen Platz unterm Fernseher und ihr werdet das auch gleich sehen. Aber ich werde diese Anlage als Projekt irgendwie noch hinterlegen, so dass man die runterladen kann oder sonst könnt ihr mich anrufen, dann kann ich sie auch verschicken, kein Problem. Weil eigentlich hat diese kleine Anlage schon was Schönes, weil da ist fast alles drin, was man so vom Traincontroller braucht. Und das ist ja eigentlich das Thema. Das heißt, angefangen von den Gleisen, über die Blöcke, über die Rückmelder, über die Weichenansteuerung, über extra, ich sag mal, erweitertes Zubehör, über, hier haben wir den Fahrplan, mit dem ich das Ganze jetzt fahre. Das kann man wunderschön einfach ausrichten. Ich habe hier Sequenzfahrten eingerichtet. Ich habe hier einige kleine, machen wir es mal da eben auf, einige kleine Zugfahrten eingebaut. Also es ist schon eigentlich alles da drin in dieser kleinen Anlage, was man eigentlich zum Fahren braucht. So, und wie gesagt, ja, das Ganze wird gestartet dann hier über den Fahrplan und das läuft dann. Und das ist dann, ja, ich bin ganz zufrieden mit mir. Sagen wir es mal so. So, ich blende jetzt mal das Video ein, bin aber dann ruhig. Das sind 5 Minuten und melde mich gleich wieder. Bis gleich. Kann direkt wieder zurück, weil sich der Wind jetzt wieder beruhigt hat. Und der hat so viel Spaß an dem Sport. Der ist so relaxed. Haben uns gestern nach der Pressekonferenz mit ihm noch ein bisschen unterhalten können. Der genießt das so sehr. Wild. Treibt nach rechts weg wie immer. Bleibt aber dran. Sie haben ihre Top 3 und mit Korbat ihre Top 4 wieder ins Ziel gebracht. Bei Schatz, wo dann wieder ein Platz war, zwischen der Schatz und Auslauf wieder zurück.
Ackermann. Ronny Ackermann, wie fällt denn das Fazit heute nach dem zweiten Spring aus? Besser als gestern oder wie war's? Ja, es war insgesamt ein bisschen schwierig von Bedingungen. Es war viel mehr Aufwind, auf der India kriegt noch einen Wisch, das ist nicht ganz ungefährlich. Und war sehr schwierig zu springen. Man muss das Glück haben, dass man unten auch was hatte, das hat auch immer wieder gewechselt. Und es ist für uns noch ein bisschen schwierig einzuordnen. Ich würde jetzt sagen, vielleicht vergleichbar wie gestern. Sie haben ja jetzt auch im Sommer viel Augenmerk auf das Springen gelegt. Wie weit sind Sie denn da jetzt? Was glauben Sie? Kann man, glaube ich, jetzt nach zwei Wettkämpfen noch nicht sagen. Ich glaube, dass wir in den letzten zwei, drei Wochen auf jeden Fall einen richtigen Form kommt, dann fühlt es sich richtig toll an. Gleichzeitig ist es aber auch die schwierigste, denn sie separiert so ein bisschen direkt die Spreu vom Weizen. Weil die Bedingungen sehr wechselhaft sind. Man muss immer wieder schaffen, den Sprung absolut in der Balance im Gleichgewicht zu halten. Wenn man da mal ein bisschen nicht mehr geht, dann saugt man auch mal schnell an. Hier am Wochenende gemacht und ist da mit Makito Quartabe zusammen, mit dem Jürgen Rafa. Also ich glaube, die können da zusammen ein bisschen nachhalten. Hingelegt. So, jetzt hat er richtig Aufwind da unten. Die Winde jetzt in den Korridor kommen. Dann bin ich. Der beste Nicht-Norweger, muss man sagen. Denn danach kommen nur noch vier Aufgaben. Hier bin ich auch schon wieder. Ihr habt es gesehen, euch ist sicherlich aufgefallen, oder den erfahrenen Modellbauern Bahnern ist es sicherlich aufgefallen, dass natürlich überhaupt nichts gestimmt hat an dieser Bahn. Der Maßstab stimmt nicht, die Loks sind H0 und die Häuser sind viel größer. Das sind amerikanische Häuser und sehe da, die Deutsche Bundesbahn holt mit der BR89 und mit der V212 die Pakete ab vom Nikolaus. Also, ihr seht schon, nichts hat gestimmt. Hier stimmt auch was nicht. Das Mikrofon muss nämlich runter, damit man das Ganze hört. So, ja, wohlgemerkt, kleiner Nachsatz, hat mich sehr gefreut. Ich habe auch gesehen, der Dustin 97 hat auch eine kleine Weihnachtsdiorama gezeigt. Heute Morgen hat er veröffentlicht. Ich weiß, dass mein Nachbar auch noch eine sehr schöne Winterlandschaft hat und sie wahrscheinlich auch noch veröffentlichen wird. Ich werde das Ganze dann unten verlinken. Sieht auch hervorragend aus. Und ja, ich würde mich freuen, wenn da noch die ein oder andere Rückmeldung kommt, wenn der ein oder andere vielleicht auch schon jetzt sowas gemacht hat oder vielleicht dann macht fürs nächste Jahr. Wie gesagt, uns gefällt's, meiner Heidi, meiner Frau gefällt's auch und wir machen das schon seit Jahren und jetzt läuft das Ding endlich, was es eben bisher nicht getan hat. Also, an dieser Stelle nochmal vielen Dank und immer dran denken, Eisenbahn, Modellbau muss Spaß machen, digital muss Spaß machen. Manchmal läuft bei digital auch was nicht so ganz so rund oder man denkt, da funktioniert ja alles nicht. Nein, meistens sitzt der Fehler vor dem Bildschirm bzw. ist der Fehler zwischen den Ohren zu suchen. Also, euer Radi sagt, wenn ihr ein Problem habt, meldet euch und dann denke ich, kriegen wir das schon in den Griff. Euer Radi wünscht eine schöne Adventszeit, schöne Weihnachten.
und alles, was dazu gehört, Gesundheit und so weiter. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle.